Hi und herzlich willkommen zurück hier bei Sleep Paralysis. Und ja, wir gehen erstmal, ich würde mal sagen, Zugticket, dann das hier, das Warehouse und am Ende dann unsere Freundin. Ich hoffe, ich kann das auch so machen. Dass wir alle Chapter ablaufen. Wir gucken mal. Okay. Flying is the safest form of travel. Takeoff and landing are statistically a little more dangerous. Unfortunately, rational arguments often don't help when you are very afraid of something. And they certainly didn't help with this flight. Ja, kann ich mich an meinen ersten Flug auch noch erinnern. The captain has turned on the seatbelt light. Please take your seat and fasten your seatbelts. Thank you. Make sure all seats are in the upright position and trays are put away before we take off. Please remain seated with your seatbelt securely fastened anytime the seatbelt light is on. There are 6 exits on this plane. 4 doors, 2 on each side, and 2 window exits located over the wing. All exits are clearly marked with an exit sign. Please take a moment to find an exit closest to you. There are 6 exits on this plane. 4 doors, 2 on each side, and 2 window exits located over the wing. Mm-hmm. All exits are clearly marked with an exit sign. Please take a moment to find an exit closest to you. Okay, mal gucken mal. Oh, scheiße. Ich hätte mich vielleicht nicht abschneiden sollen, oder? Müssen wir ein bisschen ausprobieren. Okay, das sind Access. Okay. Wahrscheinlich muss ich mich erstmal wieder hinsetzen, bevor irgendwas losgeht. Okay, ich weiß auf jeden Fall Bescheid, wo wie was ist. Alles klar. Oder wo wir rauskommen. Wie gesagt, erster Flug kann ich mich auch daran erinnern, dass ich da sehr nervös war. Ich weiß nicht, ob das so gut ist. Ich dachte, Angst bekämpfen, einfach so sitzen bleiben. Mein Sanity ist sehr down. Okay, ich sollte hier aufstehen. Okay. Jetzt kann ich gentlemen, this is your captain, and I'd like to welcome you aboard flight 226. Looks like we'll be a little over 2 hours en route. We're currently cruising at an altitude of 35,000 feet. If you would like to take off your seatbelts at this time, please do, and enjoy your flight. Okay. Ich habe jetzt aber ehrlich gesagt keine wirkliche Ahnung. Oh. Jo. Wir gehen mal scheiße. Ach so. Feel a little better after throwing up. Ja, okay, gut, dann. Ja, gut. War das doch das Richtige, was ich machen musste? Ja, bitte. Bim. Keine Durchsage? Okay, warte. Turbulenzen, wir setzen uns erstmal wieder hin. Ist normal. Hatte ich so. Naja, so stark jetzt nicht, aber ähnlich. Okay. So. Warte. Sanity geht halt wieder, naja, eigentlich runter, aber... Fliegen wir eigentlich auch? Okay. Ich muss mich, glaube ich, abschnallen, damit ich die Dings lesen kann, ne? I then notice a weird smell. I had to find out where it's coming from. Ja, natürlich. Sollte es vielleicht nicht aufmachen, ne? I noticed some of the lights were of a higher intensity than the others. Was? Hä?
Was für eine Lichter. Okay, es ist bloß Exit. Weil hinten habe ich jetzt keine gesehen. Kann ich mit dem Captain sprechen? Okay, hier sind auch Türen. Das sind die Türen. Das ist schon mal scheiß aus, ne? Sollte ich nochmal nutzen? Okay, ich kann nicht nochmal nutzen. Gut. Okay, cool. Oh. Was haben wir denn da für Fotos? Fotoalbum, aber... Okay, Strandurlaub. Das Handy geht es nicht wirklich besser. Eher schlechter. Ne, das ist bloß Licht. Aber ich weiß halt immer noch nicht, welche Bilder er meint. Ich gehe mal so durch. Das ist unsere Bordkarte. Playticket. Notebook Entry 1. As we approach landing, the men become visible and more nervous again. Sweet or sweat? Sweat was now covering his entire forehead, and he held onto the armrest as if he was clinging to them with his dear life. He probably was. The plan starts. Yeah, it's okay. No, sit down here. Ich habe mir vielleicht ein bisschen zu lange Zeit gelassen, ich weiß es nicht. Gut. Das ist wieder schick. Moment. Wo war es jetzt? The plane just starts shaking. The plane is tilting to the right. It feels like the plane... Willst du mich verarschen? Sollte man sowas auf dem Flug sich angucken? Ich meine ja nur, das könnte vielleicht ein bisschen kontraproduktiv sein. Ich finde es aber ein bisschen schade, dass das Ding jetzt weg ist. Taucht hier auch nicht mehr auf, ne? Okay, aber ich glaube, die Reihe bin ich sowieso, also zumindest bis zu unserem Sitz fast durch. Die Note ist leider nicht mehr da. Ganz in Ruhe durchgehen, ob hier auf der anderen Seite noch irgendwie was ist zum Lesen oder so. Und es war ja irgendein Diary Teil 1, also müsste es ja irgendwie Teil 2 geben. Ne, das hier müssen wir bei unserem Sitz sein. Und wir müssten gleich am Ende sein, ne? Okay, da raucht es immer noch. Okay, das ist unser Sitz. Please make sure your seatbelt is securely fastened
and all carry-on luggage is stowed under the seat in front of you. Or in the overhead bins. Thank you. Ich meine, es ist alles nur in seinem Kopf, nehme ich mal stark an. Aber trotzdem seltsam. Das mit dem Portal da oben. Da hinten raucht es halt immer noch. Warum sind jetzt die Tür... Oder warum ist jetzt die eine Tür hier offen? Oder habe ich die offen gelassen? United 135. Turn right heading 060. Descend and maintain 5000. Slow to 220 knots. Sind wir schon bereit für die Landung? Ich weiß es nicht genau. Und dann qualmt es halt immer noch. Some of the lights were of a higher intent than the others. Ja, Exit, Exit, aber... Some of the... Oh, warte mal, habe ich das jetzt wirklich auch... Nee, ich dachte, der Hebel hätte sich jetzt gerade bewegt. Es kommt mir ein bisschen sehr random vor, das Spiel. Was jetzt nicht Schlimmes sein muss, aber... I don't know. Ich setze mich mal wieder hin, in der Hoffnung. Das was passiert. Aber welche... Ich verstehe... Welche Lichter meint ihr denn? Oder welches Licht? Oh, was mir noch einfällt? Ich weiß nicht, ob wir das machen können. Okay, so wie es aussieht, nicht. Nee. Oh. Haben wir noch mehr? Gerade ein bisschen überfragt. Vielleicht können wir jetzt wieder rein. Weiß nicht, ob das so besser ist. Willst du immer noch rauchen, ne? Und im Diary ist immer noch dasselbe, ne? Vielleicht meint er auch das Kringellicht da, aber da komme ich jetzt, glaube ich, ja nicht mehr rein. Oder? Doch. Wird schon stimmen. Ich werde gucken, dass ich mich meiner Angst stelle. Ten, nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one, zero.
Okay, ich konnte mich jetzt gerade nicht hinsetzen. Das Sanity geht eigentlich immer noch ganz gut. Das geht nicht. Brauche ich das überhaupt? Ja, wäre vielleicht nicht so schlecht. Okay, wir wanken ein bisschen rum. Sind wir jetzt unter Wasser? Sind wir abgestürzt? Jo, ich denke, wir taumeln unter Wasser rum. Vielleicht ist das so gerade genau das Falsche, was ich mache. Warte mal. Also, dass ich probiere, irgendwie rauszukommen. Habe ich meine Angst bekämpft? Weil ich komme jetzt ja anscheinend wieder raus. Warhaus und das Foto. Okay, anscheinend haben wir unsere erste Nacht bewältigt. I don't know. War halt ein bisschen sehr random. Mal gucken, was im Warhaus. Stock die Cam. Okay. Do you remember the horror movie I referred to earlier? Well, here we are now. Was ist ein Horror Movie? I know this place. The only exit is at the end of this corridor. Okay, hier ist noch ein Dings. Ich mache jetzt das schon mal an. Okay, ist auch so da. Halt in die War. Also wir haben da Bücher, irgendwas, aber das war's dann auch wieder. Also ich kann mich nicht erinnern, dass er einen Horrorfilm erzählt hätte. Ein Office. Okay. Ich probiere mal so weit, wie es geht, ohne vielleicht rumzulatschen, weil so sieht man doch, glaube ich, ein bisschen mehr. Okay, so viel dazu. Ich weiß nicht, ob wir das machen mussten, aber... Okay, Zettel kann ich nicht nehmen. Ah, okay, was haben wir hier? Ja, Uncanny Valley Initiate Number 1. In April 1991, our researchers conducted a series of experiments to explore the effect of the Uncanny Valley in the human psyche. The experiments were conducted with human puppets. There was a strong evidence the puppets had an uneasy effect on the test subjects. However, evidence seems to indicate the puppets did not look human enough for them to trigger the uncanny valley effect. Rather, the design of itself was frightening the test subjects. This was intended by conducting cross experiments with a very well known disease that had triggered the uncanny valley effect. Geht das eigentlich hätte ich so? Ja, toll, also das funktioniert supi. Habe ich das jetzt reingepackt? Ne, warte mal. Hä, willst du mich verarschen? Kann ich die... Kann ich das... Warum kann ich das hier nicht reinmachen? Ja, ich kann es an- und ausmachen, aber...
Das war's. Ich. Ist hier so ein lautes Gewitter? Ach, weil ich bin bescheuert. Warte mal. Kann ich das? Kann ich den? Hä? Moment. Ja, aber. Nee. Das ist ein Schrank. Hä, wo war denn jetzt nochmal die Tür? Bin ich hier reingekommen? Mann, ich habe doch das Licht aus hier in Strobos gemacht. Können wir es jetzt vielleicht? Ich würde aber eigentlich gerne das VHS-Tape sehen. Die Videokameras sind an. Ich habe aber echt das Gefühl, ich muss halt die Dings eigentlich ausmachen und so rumlaufen. Okay, kann ich mich denn eigentlich weiter umgucken? Ich habe so ein bisschen das Gefühl, ich werde es am Ende nicht verstehen. Circle of Abyss. Abuse. Ja. Warte mal. Wo ist denn das so laut sein? War hier nicht eine Türe gewesen mit dem Code? Nö, anscheinend nicht. Dann war die auf der anderen Seite. Ich habe mir gedacht, okay, wenn ich jetzt das Numpad ausschalte, zwecks Stromausfall, dass wir vielleicht so da rein können. Aber ich glaube, ich... Ne, hier geht's nicht rein. Toll. Von hier aus reingekommen? Ich bin doch von da aus reingekommen. Ach, keine Ahnung. Ich bin jetzt schon wieder überfordert. Vielleicht soll ich das Licht doch mal anmachen. Weil ich kann mir gut vorstellen, dass auf dem VHS-Tape oh. Okay, das geht auch. Mal was gucken. Okay, nee, wir können da so oder so nicht durch. Es muss ja einen Grund geben, warum wir das an- und ausschalten können. Und ich habe ein bisschen das Gefühl, dass der Code eigentlich hier oben ist. Also auf dem Tape steht. Okay, hier haben wir auch nichts. Hätte ja sein können, dass ich das übersehe. VHS Tape 1. Hier direkt ist aber auch nichts, ne? Aber ich kann es halt nicht einlegen. Egal was ich drücke, er macht bloß den Knopf an oder aus. Also er nutzt das Ding halt nicht. Okay, ist halt auch wieder bloß der Knopf. Hä? Ach, rechte Maustaste, mein Gott. Kann ich jetzt?